Lilo, heute zeige ich euch mal, wie ihr Arch Linux Sicherheitskopien erstellen könnt. Die Installation von Arch Linux auf der Festplatte hat recht lange gedauert bei dem einen oder anderen. Und dann hat man auf SDA1 der ersten Partition sowohl das Betriebssystem Arch Linux als auch die Programme und das Home-Verzeichnis in diesem Beispiel. Es gibt auf der Partition 2 derselben Festplatte, derselben PCs, noch eine Auslagerungsdatei Swap. Die brauchen wir jetzt nicht sichern. Ziel der Übung ist, das ganze Ding auf einen USB-Stick namens SDB in eine Partition SDB1 zu sichern, den kompletten USB-Stick dann an einen anderen PC, hier meinem Laptop, anzustecken, nicht auf die Festplatte zu kopieren, sondern als zusätzliche Festplatte zu verwenden und beide Betriebssysteme, das bereits vorhandene Ubuntu und das Arch, das dann auf SDB1 ist, zusätzlich auf dem Laptop zu verwenden, ohne Arch noch einmal zu installieren. Und wir verwenden dazu das Programm DD. Um uns zunächst einen Überblick zu verschaffen, wie es denn auf der Festplatte tatsächlich aussieht, können wir uns erstmal Admin-Rechte verschaffen, sudo-i. Das ist immer hilfreich, um erstmal zu gucken, wie es denn aussieht. Denn bei euch sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus. So, wir können eingeben blkid, um uns erstmal anzuschauen, wie es hier auf der Festplatte aussieht. Auf Device SDA1, also der ersten Partition, habe ich Arch drauf. Und zwar habe ich die Partitionen auch mit einem Label, also einem Namen versehen. Das ist sehr hilfreich bei der Transplantation. Nicht notwendig für DD, aber beim Swap wird es hilfreich sein, da ich es ja hier auf Device SDA2 habe und nicht kopieren werde, sondern manuell nochmal anlegen werde. Was uns das bringt, werden wir bald sehen. Auf Device SDB habe ich meinen USB-Stick und den habe ich mal FAT genannt, weil der im Format FAT formatiert ist, wie wahrscheinlich werkseitig die meisten. Und das werde ich zunächst mal korrigieren, dass auf dem SDB, also dem Zielverzeichnis, meinem USB-Stick ebenfalls eine Partition vorhanden ist, SDB1, in derselben Größe. Als nächstes verschaffe ich mir mit dem Programm gepartet, das ist so ziemlich unter jeder Linux-Distro gegeben sollte, einen Überblick, wie groß jetzt die Partition ist und bereite den USB-Stick vor. Vorsicht, hier ist dann auszuwählen, was ihr denn jetzt gerade wollt. Hier sind wir auf der Festplatte des PCs. Der hat ein Device SDA1 und ein Device SDA2. SDA1 ist unser Ziel der Begierde, soll jetzt auf Device SDB, unser FAT formatierter USB-Stick. Wie groß muss die Partition sein, die ich hier anstelle von FAT anlegen möchte? Ich gehe auf SDA1 und tun mal für einen Moment so, als würde ich die Größe ändern wollen. Merke mir hier in dem Fall 20 GB. Und 19.073 MB sind es. Warum MB? Ja, die rechnen halt da mit dieser Einheit. Und nun kann ich hier dieses FAT formatierte USB-Stickchen nochmal genau darauf achten, dass ihr auf SDB seid. Bräuchte ich das vielleicht sogar eine andere Bezeichnung ändern. So, Partitionen könnte ich aushängen oder bearbeiten. Ich hänge jetzt mal aus das Ding, damit ich da überhaupt was dran zaubern kann. Ne? Mein USB-Stick war eingehängt. Ich lösche jetzt die Partition. Im Moment ist noch nichts passiert. Das passiert erst, wenn man aufs Häkchen geht. Dann sage ich eine neue Partition anlegen. In welcher Größe denn? Ja, in welcher Größe? Ja, die wir uns vorher mal kopiert haben. Hier waren es 19.073 MB. Vorher waren es 1. So, hinzufügen. Jetzt mache ich noch eine Swap-Partition. Eine zusätzliche Premiere geht nicht. Und wir machen deshalb zuerst einmal das Häkchen und sagen anwenden. Alles, was auf dem USB-Stick im Moment drauf ist, wird gelöscht.
Vorsicht. Ne? Immer darauf achten, dass ihr tatsächlich auf dem Stick seid. Gut, also wir legen auf dem USB-Stick-Device SDB eine Partition in der identischen Größe an. Kann auch größer sein, das ist nicht schlimm, aber kleiner darf es nicht sein als die Partition, die wir kopieren wollen. Ne? Wir haben uns also die Größe kopiert von SDA1 und legen eine baugleiche große Partition auf dem USB-Stick anschließen. So, das haben wir schon gemacht. Und jetzt wollen wir noch eine weitere Partition neu. So, der Swap soll jetzt auch da drauf, weil ich hinterher auf meinem Zielsystem, dem Laptop, auch einen Swap auf dem Stick haben will. Erstellen als primäre können wir lassen, Dateisystem soll jetzt ein Linux-Swap werden, aber das braucht nicht so gigantisch groß sein. Mein USB-Stick ist 128 GB groß, ich sag mal 10 GB sollte mehr als genügen. Gut, hinzufügen, also haben wir gemacht, müssen wir noch anwenden. So, was haben wir noch vergessen? Gut, Labels sind wichtig, weil ich hinterher in der Datei fstub mit Labels arbeiten will. So, Informationen, das ist Device SDB, das wird unser Swap und das Ding soll noch einen Namen bekommen, Markierungen bearbeiten, könnte ich sagen, ne, will ich nicht. Wo ist das Ding? Mit dem Namen Bezeichnung heißt es hier und ich nehme dieselbe, wie ich unter sudo blockid gesehen habe, swap, soll es auch dort hinterher mal heißen, die Vorbereitung anwenden und damit ist der USB-Stick soweit erstmal klar. So, wir kontrollieren sicherheitshalber nochmal so gut mit blkid, ob das hingehauen hat. So, SDA1 wollen wir kopieren. SDA2 haben wir manuell auf dem USB-Stick angelegt, heißt dort SDB, hat dort die gleiche Bezeichnung, dasselbe Label. Gegebenenfalls könnte ich auch die UUID anpassen, die jetzt unterschiedlich ist, will ich in dem Beispiel nicht. Wir können auch mit, ich mache mal clear, fdisk-l mal gucken, ob das alles so stimmt. Gut, wichtig ist, dass die Größe gleich ist und vom selben Typ Linux, wunderbar. Wobei das nicht ganz so tragisch ist, bei DD wird ja alle Eigenschaften kopiert. Wichtig ist dieselbe Größe bis aufs letzte Byte oder größer. Gut, Swap, wie gesagt, absichtlich unterschiedlich groß, weil das auf dem Zielsystem USB-Stick vielleicht ein bisschen knapp wird bei euch, wenn ihr nur 32 Gig habt. Clear. In meinem Beispiel hat das Arch 20 GB und der Swap 12 und deshalb nehme ich lieber auf dem Zielsystem etwas weniger. So, jetzt kommt der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. DD, das ist der Kopierbefehl, ja. Input-File ist hier das Device SDA1, die erste Partition der Festplatte. Und das Output-File ist in dem Fall Device von meinem USB-Stick SDB1. Enter drücken, kopieren beginnt, sehr genau darauf achten, dass ihr die richtigen Buchstaben schreibt, sonst droht Datenverlust. Und Feuer, das dauert jetzt 2 Stunden. So, während da noch kopiert wird, das dauert wie gesagt länger, schauen wir uns mal den Laptop an, das Zielsystem. Ich habe gerade den Grub Bootloader gestartet. Man sieht momentan noch nichts geändert am Zielsystem, am Laptop. Habe ich da schon Ubuntu drauf und noch ein Ubuntu-System. Und wir schauen uns mal die Partitionierung des Zielsystems an, wo später unser Arch mit eingehängt werden soll. So, auf dem Zielsystem ist ein Ubuntu-System. Im Moment ist der kopierte
Teil noch nicht hier drauf, aber wir schauen uns sicherheitshalber trotzdem mal um. Sudo, auch hier, sudo blkid, damit wir mal wissen, was da so los ist auf meinem Ziel-Laptop. Wir sehen, da ist auf SDA1, SDA5 und SDA6 schon was drauf, diverse Ubuntu-Versionen, Ubuntu Mate und Ubuntu 14.10. Deshalb auch der Grund, dass ich den USB-Stick, den ich jetzt bald kopiert habe, hier zusätzlich als SDB-Platte haben möchte. Wir schauen uns, wie gesagt, dann nochmal kurz an. Wie sieht es denn hier aus mit gepartet? Ne, können wir auch mal hier kurz mal reinschauen. Gepartet haben wir natürlich auch hier, wie auf den allermeisten Ubuntu- oder Linux-Systemen oder Arch vorhanden. Partitionierer. So sieht die Festplatte aus. Und an der will ich nichts ändern. Ich möchte, dass der USB-Stick hinterher ebenfalls als Device SDAB erscheint. Im Moment habe ich den noch nicht kopiert. Ich möchte also diese Festplatte nicht verändern. Dieser SDA1 hat natürlich schon ein Boot-Sektor. Und den werden wir dann gleich ergänzen, sobald die Kopiererei ein Ende hat. Schauen wir mal. Die Zeit verfolgt hat, das hat länger gedauert. Die insgesamt 20 GB wurden kopiert mit 2,8 MB pro Sekunde. Kommt halt auf den Stick an, wie schnell er ist. Clear. Ungefähr 2 Stunden hat es gedauert für 20 GB. Wie sieht es denn aus mit BLKID mittlerweile? So, wir haben mittlerweile auf Device SDB1 eine exakte Kopie von dem, was hier oben steht, auf SDA1, inklusive der UUID. Wer jetzt gerne für Swap auch noch dieselbe UUID haben wollte, wie zuvor auf SDA2, dem Original, kann das auch mit gepartet erledigen. Ich spare mir diesen Schritt. Ich arbeite mit Labels. Ein Blick wert ist im Übrigen clear die Datei fstabcut etc fstab. Dabei spielt es jetzt keine Rolle, dass ich noch auf die Original fstab zugreife. Auf SDB ist ja die identische Kopie. Wir sehen, dass ich mit Labels arbeite. Ja, mit Labels und nicht mit Device SDA1. Ich arbeite auch nicht mit Device SDA2, sondern mit dem Label Swap. Daher ist es egal, in meinem Fall, wie die UUID heißt und ob es auf SDA oder SDB ist. Clear. Gegebenenfalls findet ihr auch noch in cut.e Boot und dann gehen wir mal in syslinux rein. Ist ein Verzeichnis, ist mir klar. Und wir suchen da mal die syslinux-Konfigurationsdatei, hier in dem Fall syslinux-config. So, more, da gehen wir mal mit Q raus. syslinux.cfg und gegebenenfalls noch mit less mal auflisten. Wie gesagt, das ist jetzt noch die Originaldatei. Darin steht nämlich hier auf dem Originalsystem auch nochmal Device SDA1. Das müsstet ihr gegebenenfalls auch dem Zielsystem noch anpassen, was wir dann auch tun werden. Das sind noch so kleine Fallstricke, mal vom Grafiktreiber abgesehen. Wir gehen jetzt wieder auf den Laptop mit Ubuntu und machen da weiter. So, ich habe den nunmehr erstellten USB-Stick in das Zielsystem
hineingesteckt in meinen Ubuntu-Rechner. Dort wird er als ganz normaler USB-Stick eingehängt. Hier in dem Fall MediaRackrunner Arch. Sehr schön. Nun, das allein langt jetzt noch nicht, damit dieser USB-Stick wie eine zusätzliche Platte wirkt. Das langt so noch nicht. Was müssen wir noch machen? Also ich würde erstmal dazu raten, die SysLinux mal anzugleichen für den Fall der Fälle. Das ist jetzt die Kopie, ne? Und deshalb kann ich hier drin was ändern. Die Original-SysLinux ist immer noch in dem PC, von dem ich den USB-Stick abgezogen habe. Gut, dann wollen wir das mal tun. Da das natürlich eine Systemdatei ist, auch auf dem USB-Stick, muss ich root sein, sudo -i. So, Passwort, jetzt bin ich root hier auf diesem Ubuntu-PC. Jetzt muss ich in das Verzeichnis rein auf dem USB-Stick, welches wie heißt, MediaRackrunner Arch. Ich kopiere mir das mal gerade da raus. CD und dann Rechtsklick einfügen. Ich bin also auf dem USB-Stick im Verzeichnis Arch. LS, wechsle nun in CD Boot und wechsle ins Verzeichnis SysLinux LS und sehe da auch die nunmehr kopierte SysLinux Config Datei, die ich sicherheitshalber auch mal anpasse mit Rootrechten. Wie gesagt, ich arbeite jetzt auf dem USB-Stick, nicht auf der Platte des Original-PCs. Nano syslinux.cfg, die passe ich sicherheitshalber mal an, selbst wenn ich sie hier nicht zwingend brauche. Nur für den Fall, dass ich es mal vergesse. Hier auf dem Zielsystem ist die Platte ja dann in Zukunft SDB1 und nicht mehr SDA1 wie auf dem ursprünglichen Rechner. Auf diesem Zielsystem soll es SDB1 sein. STRG-O, speichern, STRG-X, beenden. So, damit hätten wir den USB-Stick schon mal ein wenig vorbereitet. Schauen wir uns sicherheitshalber nochmal an mit gepartet, ob das alles so ist. Jetzt habe ich das da drüben. Gut, Passwort eingeben. Wieder mit Adminrechten. Ich schaue nur mal kurz, ob alles so ist, wie es sein soll. Hier ist das ursprüngliche Ubuntu-System, das auch so bleiben soll. USB-Stick eingehängt, SDB. SDB1 ist die Kopie vom Originalrechner, der hier nicht läuft, sondern nur die Kopie dessen Partition auf dem Stick. Wer jetzt noch was mit Bootfähigkeit, Bezeichnung oder Änderung der UUIDs vorhat, könnte das hier machen. Mache ich hier aber nicht, deshalb breche ich ab. Ich wollte nur schauen, ist alles so, wie ich es denn wollte, und das ist so. Und jetzt kommt der Schritt, wo ich dafür sorge, dass in dem Ubuntu Grub Loader der USB-Stick zusätzlich erscheint, mein Arch sudo. Und was machen wir? Wir machen update-grub. Das sorgt dafür, dass mein Ubuntu-System den Grub-Bootloader aktualisiert. Und bei dieser Geschichte durchsucht er sämtliche Festplatten, auch den USB-Stick, und ändert das Grub-Startmenü, fügt den Arch-Stick hinzu. Werden wir sehen. Hoffentlich Feuer. So, er findet viele Systeme, ne? Erstmal die, die sowieso auf der Festplatte waren, und nun zusätzlich mein Arch auf dem Stick. Und damit ist alles erledigt. Ich boote nochmal neu, damit er mir das auch glaubt. So, den Laptop neu gebootet. Im Grub-Boot-Menü findet sich nun der zusätzliche Eintrag Arch auf Device SDB1.
Und da schauen wir jetzt mal rein in unser geklontes Arch. So, Erfolg. Wir sind angekommen auf dem geklonten Arch, das erstmal genauso aussieht wie das Originale, inklusive der geklonten Benutzerdateien Einstellungen. Und wir sehen sogar mein Labyrinth Mindmaps inklusive meiner Grafik wurde geklont. Also die Home- und User-Dateien sind jetzt auf meinem Laptop. Beziehungsweise, genauer gesagt, auf meinem USB-Stick. Ich löse jetzt mal die Verbindung. Wo sind wir angekommen? Jetzt muss ich mal kurz umklicken. So. Auf dem Laptop sind wir mittlerweile. Wir sind auf dem Laptop. Und darin steckt der USB-Stick. Ja. Auf dem SDB1 mittlerweile identisch ist mit dem da. Da ist jetzt ebenfalls das Betriebssystem Arch Linux in diesem Fall drauf. Es sind ebenfalls identisch alle Programme dabei, die schon vorher auf dem anderen Rechner auf SDA waren. Und natürlich alle Home- und User-Dateien. Ja, wunderbar. Sofern ihr nicht eine separate Partition ursprünglich dafür angelegt hattet. Der Laptop bootet, der Grub-Bootloader, der auf der Festplatte ist, der sorgt dafür, dass der USB-Stick gefunden wird. SDB1 wird gebootet, Arch, das OS auf dem Stick. Alle Programme und Benutzerdateien, die ich vorher hatte, sind 1:1 identisch. SDB1 ist eine exakte Kopie von SDA1. Der Swap, was ist mit dem? Der ist egal, den braucht man nicht 1:1 kopieren. Hauptsache ein Swap ist da. Na, das wäre jetzt, ich nehme das hier nochmal raus, das wäre SDB2 und SDB2 ist mein Swap. Ob das alles so stimmt, können wir gerne nochmal mit gepartet überprüfen, ob unsere kleine Operation am offenen Herzen funktioniert hat. Unter Anwendung Systemwerkzeuge finden wir wieder gepartet wie zuvor auch. Ich brauche also nichts nochmal zu installieren. Wir haben 1:1 das Arch geklont. Bitte dran denken, nicht einfach das hier wie eine Systemwiederherstellung ansehen. Würdet ihr versuchen, den USB-Stick wieder zurückzukopieren, würden alle Benutzerdateien auf den Stand zurückgesetzt, wie es einmal gesichert wurde, beziehungsweise wie es jetzt der Stand hier ist. Ja, also Benutzerdaten werden bitgenau dann kopiert. Gut, hier sehen wir das Ubuntu-System von meinem Laptop und zusätzlich ist jetzt SDB eingehängt und das ist das laufende System im Einhängepunkt root und es funktioniert. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.